verschlauchen. Ja. Was hat das für Vorteile gegenüber dem normalen Ausbringen? Du hast die Tonnage nicht mehr auf dem Land, bodenschonend. Du brauchst nicht die Spuren alle doppelt, dreifach, vierfach, fünffach fahren. So wie diese Fläche hier sind 7, 8 Hektar. Bloß eine Zufahrt und dann müsstest du auf dem Vorgewende mit einem normalen Fass bei 25 Kubikmeter müsstest du hier zigmal hin und her fahren und dann hast du hier Ackerland. Ja, das stimmt. Und so, so wie jetzt hier bauen wir hier einmal auf, rollen unseren Schlauch aus und dann hier geht er los. Geht das schneller als mit dem Fass? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir schaffen mehr. Also wenn die Gülle das hergibt. Wenn wir relativ dicke Gülle haben, dann können wir die Kilometer nicht mehr pumpen. Ja, wir haben jetzt irgendwo 1,2 Kilometer Schlauch dran und pumpen mit knapp 160 Kubikmeter die Stunde. Jo. Und ich will mal so sagen, das soll man fast nachmachen. Ja, ja. Gerade heute ist das ja mit der Düngeverordnung so eine Sache. Kann man das hier alles richtig regulieren? Also, dass man die Ausbringmenge genau so ausbringt, wie man... Ja, so wie der Kunde das bestellt. Ne? Ja. Was der Kunde mir sagt, wie viele Kubikmeter auf dem Hektar haben will. So wie jetzt fahren wir 15 Kubik Hektar. Ja. Und dann fahren wir 15 Kubik auf dem Hektar. Perfekt. Wir haben Durchflussmengenmesser hier an meinem Gestänge dran. Wir fahren auf 12 Meter Arbeitsbreite. Ja. Und hier, das war gut. Perfekt.